Die Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan, ein Albtraum für so manchen im In- und Ausland. Vor allem aber für viele Frauen, die nun den Verlust all dessen fürchten, was sie sich in den vergangenen 20 Jahren erkämpft haben. Shabnam Khan Davran ist in Afghanistan eine bekannte Moderatorin und musste am eigenen Leib erfahren, dass nun unter den Taliban ein anderer Wind weht. Seit 6 Jahren bin ich Journalistin und arbeite für den Fernsehsender Mili. Ich erfuhr, dass sich die Regeln für das Nachrichtenfernsehen unter den Taliban geändert haben. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen und bin ins Büro gegangen. Aber die Soldaten der neuen Machthaber haben mich an meiner Arbeit gehindert. Das System habe sich geändert. Ich wurde nach Hause geschickt und durfte nicht in die Redaktionsräume. Ich fordere die Welt auf, mir zu helfen, denn mein Leben ist in Gefahr. Was die Moderatorin erzählt, weckt Zweifel an dem, was die Taliban jüngst verkündeten. Während einer Pressekonferenz hatten sie beteuert, Frauen seien in der neu zu bildenden afghanischen Regierung willkommen. Auch hatte sich ein Taliban-Sprecher von einer Journalistin im Fernsehen interviewen lassen. Gefahr liegt in der Luft, so sieht es auch Khalida Popal. Sie war einmal die Kapitänin der afghanischen Frauenfußballnationalmannschaft und meldet sich aus Kopenhagen zu Wort. For their safety. Even I'm telling them to burn down or get rid of your national team uniform. Ich muss den Spielerinnen in Afghanistan leider sagen, schützt euch, verbrennt eure Trikots. Das ist schmerzhaft für mich als Aktivistin, die aufgestanden ist und alles getan hat, um die Frauennationalmannschaft nach vorne zu bringen. Wir waren so stolz, unser Land vertreten zu dürfen. Ich habe alles dafür getan, mit so vielen anderen Frauen und Männern in Afghanistan. Wir haben so viele Opfer gebracht, um Afghanistan auf dieses Niveau zu bringen. Did everything possible and sacrificed a lot in so many levels. Was wir jetzt sehen, ist ein Land, das zusammenbricht. All der Stolz, die Freude, da zu sein und Frauen und Männer zu ermutigen. Es kommt mir vor, als wäre all das umsonst gewesen. All the pride, the happiness to be there, to empower women and men of the country, is just like it was just wasted. Den Taliban ist nicht zu trauen, da ist sie sich sicher. Sie erinnere sich noch gut an die Zeiten der Unterdrückung, der Steinigungen, der Morde und Verbrennungen. Ihre Kolleginnen, die Fußballerinnen in Afghanistan, so ist sie überzeugt, schweben ab sofort wieder in Lebensgefahr.